Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13 Bier Goalkeeper. Ja, wir sind ja noch immer noch nicht gewechselt. Von daher machen wir einfach hier weiter, gehen wir die Heimtrikots und wir spielen jetzt gegen den ersten FC Union Berlin. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie keine Angebote mehr bekommen nach Montpellier oder wie auch immer man diesen französischen Club aus der ersten Liga in Frankreich. Wäre sicher nicht schlecht gewesen, aber auf jeden Fall, Frankreich ist auch nicht so meins. Also, ich finde die Liga ehrlich gesagt langweilig. Der einzige Club, den ich früher mochte in Frankreich, war Monaco. Und den mag ich jetzt auch nicht mehr so wirklich, wegen dem Scheich, der da jetzt alles aufkauft, inklusive Falcao. Es ist wieder, ja, es ist halt der Fußball heutzutage. Man wird sich daran gewöhnen müssen, wird es auch nicht verhindern können. Das ist traurig, aber wahr. Auch 1860 hat einen Scheich. Beziehungsweise er hatte einen Scheich. Aber der hat doch nicht so wirklich investiert in den Club. Muss man auch sagen, der hat da jetzt nicht so viel Geld liegen lassen, wie man sich das von Scheich so vorstellt. Und da ist der Neue wieder. Aber schießt daneben. Und jetzt Haas mit dem Abstoß. Regenwetter in München. In der Allianz Arena spielen wir natürlich wie immer. Und Gott sei Dank gibt er da nicht Elfer. Hat auch schon manch so Situationen gegeben, wo er da einen Elfer gegeben hat. Und ich wollte eigentlich gestern, also Freitag, mit MotoGP anfangen, MotoGP 13, aber da machen sie mir mit den Copyright Probleme, mit der Lizenz, hat mein Netzwerk momentan nicht. Und ich weiß nicht, ob sich das so schnell ändert. Jedenfalls hatte ich schon einen Strike jetzt, aber der ist immer weggegangen, sobald ich das Video gelöscht habe. Ist halt schade, weil es ein geiles Spiel wäre. Aber ja, wir machen weiter mit FIFA. Ich überlege mir, was ich statt MotoGP noch reinbringe, weil ich habe jetzt zwei Sportspiele und Mass Effect. Ich will doch noch irgendein actionreicheres Spiel machen, ein schnelles Spiel. Vielleicht Star Wars The Force Unleashed 2 oder sowas in der Art. Werden wir sehen. Jetzt auf der rechten Seite auf jeden Fall. Über Stahl dürfte das sein. Müsste da nicht eigentlich Thomasov stehen? Ah, wir stehen sehr offensiv. Und da ist auch Thomasov, der da einen Schuss versucht aus der Drehung, die Ecke rausholt. Und Tor! Tor von David. Der Transfer hat sich schon mal ausgezahlt. Der hat sich richtig ausgezahlt und der lässt sich jetzt auch an der Eckfahne feiern. 1860 München 1, 1. FC Union Berlin 0. Danke, bitte. Und es geht direkt weiter. 19. Minute haben wir schon das 1-0 gemacht. Es sieht gut aus, Leute. Sieht gut aus für meinen Verbleib auch bei den 60ern. Das ist ja, was ich verlangt habe, mehr Offensivfußball zeigen. Und das machen wir jetzt auch. Da brauchten wir einfach mal wenig Zeit, dass die Mannschaft zusammenwächst oder sowas in der Art. Und schnappe ich den mir... Ich faust ihn nur weg und das war gefährlich, weil ich über meinen eigenen Spieler gestolpert bin. Bin da zur Sicherheit auf Dreieck oben geblieben, dass er ihn wegfaustet, bevor er mir aus den Händen glitscht. Und ist ja noch gut gegangen. Und so richtig grobe Fehler, dass ein Tor gefallen ist, haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht in der Saison. Also ganz eine stabile Saison von uns, eine sichere Saison. Meist hat es an der Verteidigung gelegen, aber natürlich hatten wir auch mal kleine Stellungsfehler, aber die waren jetzt nicht ausschlaggebend. Da hat meistens schon wirklich unsere Verteidigung richtig gefailt.
Ich denke mal, wir bleiben bis zum Sommer mindestens hier. Wenn es dann nicht mit dem Aufstieg klappt, dann sind wir sicher weg von München. Und jetzt der neue Versuch. Oh, da hat den Haas noch. Dachte schon, der... Wie kommt er mit dem Tormann inklusive dem Ball noch hinter die Linie? Leider nicht so. Da hat er sich noch erfangen können, bevor er da nach hinten kullert mit dem Körpergewicht. Gehe jetzt übrigens auch wieder regelmäßig laufen. Steigere mich langsam rein. Ich bin zum Beispiel vorgestern nur 20 Minuten laufen gegangen. Heute 40 Minuten. Mit zwei, drei schnellen Ausgehphasen. Aber es gefällt mir. Musik rein, 1860 Trikot drüber gestreift und dann kann es losgehen. Und wir konzentrieren uns aber jetzt wieder weiter. Weil jetzt kommt die Flanke oder auch der Pass in den 16er. Da spielen sie sich wieder rum. Und was für ein Traumtor von Kiering. Das war ein Schuss. Wahnsinn. Da konnte ich gar nichts mehr machen. Da bin ich auch richtig gestanden, aber der war zu genau reingehämmert, als dass ich da noch meine Finger ranbekomme. Steht schon nur noch 1-1. War ein bisschen zu optimistisch. Optimistisch. Und da holt sich Haas noch die Flanke. Ah, wie wir unsere Löwen jetzt von dem letzten Spiel kennen, kämpfen wir dann noch weiter natürlich. Ah, den bringt er nicht auf das Tor. Wie kann man den nicht aufs Tor bringen? Wie kann man den da einfach gerade ausschießen? Der hätte auch drinnen sein müssen eigentlich. Tomasov, glaube ich. War es Tomasov oder Stoppelkamp? Habe jetzt nicht darauf geachtet. Marcos am Ball. Ah, will er zurücklegen auf Hall? Ist das Halfer? Dürfte Halfer sein. Und wir haben gleich Halbzeitpause. Und da kommen nochmal die Berliner. Ah, schöner Haken. Auch gut verteidigt jetzt. Von Halfer, der hinten mit unterstützt. Gibt es nochmal einen Einwurf für uns? Oder pfeift ab, er gibt Einwurf. Schlecht geworfen. Und das dürfte jetzt dann gewesen sein. Abpfiff. Ja. 1-1 in 68 bei einer Regenschlacht. St. Pauli gegen Aalen 2-0 und Dresden 1-0. So die aktuellen Stände in den Parallelspielen. Und St. Pauli gleich 3-0. Ja, das ging schnell. Ja, stehen wir ein bisschen falsch. Ah, jetzt geht es wieder nach vorne. Hat den der Torwart? Nee, da will der Verteidiger auf Nummer sicher gehen und klärt ihn. Ah, schön gedacht. Wirklich wunderschön gedacht. Abgeblockt dieser Schuss. Schön verteidigt. Schön aggressiv schon im Mittelfeld. Vorangehen, so gefällt es mir. Es tut ja nur weh, wenn man solche Unentschieden rausholt, wo man nicht gekämpft hat. Oder solche Niederlagen bekommt, wo man nicht gekämpft hat. Aber da kämpfen wir das. Da spürt man den Biss wieder. Aber natürlich gegen Union Berlin, da müsste eigentlich schon ein Sieg her. Was ist schon normal bei uns? Haben schon alles erlebt in der Saison. Gleich in der ersten Runde draußen aus dem Pokal gegen Dresden.
dann gegen Lautern 2-0 gewonnen. Gegen Bochum haben wir auch gewonnen. Dann gegen vermeintliche Außenseiter die Niederlagen kassiert. David hat sich ein bisschen zurückfallen lassen. Nennen wir ihn einfach David. Und Benny Laut! Oh, Haas pariert da. Da ist Haas, glaube ich, noch mit dem Fuß dran. Und Pantelic kommt für Benny Laut. Alpha schlägt die Ecke. Und der wäre fast... Ach, warum können die keine angeschnittenen Schüsse machen? Warum schießen die einfach gerade vorbei, quer beim Tor vorbei? Das müsste man vom Profispieler schon erwarten können, wenn ich das kann. Jetzt stellen wir schon mal auf Offensiv in der 60. Minute. Laufpass kommt nicht an im 16er. Und jetzt haben die Berliner ein wenig Platz. Gibt auch schon Vorteil. Und den Freistoß. Lass uns langsam angehen. So, und jetzt muss er nach vorne. Genau. Ah, wunderschön gemacht. Ah, er kann ihn nicht richtig mitnehmen. Schlechte Ballannahme. Da ist er nochmal hochgesprungen, der Ball. Und so bietet sich jetzt die Konterchance. Da kommen wir nochmal an den Ball. Oh, gefährlicher Rückpass jetzt. Okay, jetzt spielen sie nach vorne, wo ich den Ball dann nach vorne eigentlich schlagen wollte. Ja, wie eng stehen die Berliner jetzt momentan? Mit 5 Verteidigern hat das so einen Anschein kurz. Ah, Willer, das, der wäre zu lasch gewesen. Der wäre kein Problem für den Torwart gewesen. Ah, lassen wir uns den Ball im Mittelfeld abnehmen. Oh! Gibt nochmal Freistoß auch. Ah, gefährliche Position. Sehr gefährliche Position. Ungute Position. Und er geht an die Latte. Obwohl ich eigentlich richtig gestanden wäre. Ist ziemlich ins Zentrum gegangen. Aber mein Torwart wollte ihn mal nicht annehmen. Und der geht weit daneben. Kein Problem. Ah, der nächste Wechsel. Beleid für Matuschka. Ja, warum rennen meine Spieler weg? Darf doch nicht wahr sein hier. Im Regenwetter geht's weiter. Und da müssen wir nicht dran. Geht vorbei. Und jetzt im 16er. Ja, da setzen wir uns immer fest. Da stehen sie zu eng. So, weiter geht's. Über die linke Seite geht ja heute gar nichts. Überhaupt nichts. Nemec rein für Silvio. Weiß jetzt aber nicht, ob das eine Offensivkraft ist oder ein Verteidiger. Ah, der hätte da schießen können. Und, ja, abgeblockt und kein Problem für Haas.
Und weiter geht's für die Berliner nach vorne. Mein Vater stört ein bisschen, aber der ist mir scheißegal momentan. So. Gehen wir da in die nächste Partie. Leider nur ein Punkt rausgeholt. Wurde ein bisschen gestört, aber tut mir leid, deswegen konnte ich kurz mal ein bisschen nicht reden. Und jetzt haben wir aber wieder 4 Punkte Rückstand. Und das, ja, das tut weh. Und nach hinten ist alles wieder bombeneng natürlich. Und jetzt haben wir einen Transfer... Stoke City, ach du Scheiße. Und zieht es nach England. Ich mag Stoke City. Und wir spielen jetzt für Stoke City. Patrick Schlager ist der neueste und spektakulärste Zugang der Stoke City Mannschaft. Und wir sind auf Platz unten. Platz unten irgendwo. Und jetzt ziehen wir uns noch das Transferfenster an, das letzte. Für wie viel sind wir gegangen? Für 7 Millionen Euro. Willkommen im Team. Saisonziele. Versuche nicht mehr als 0,5 Tore zu kassieren. Erreiche eine Quote von mindestens 1,3. Das dürften wir schaffen. Durchschnittliche Spielerbewertung von 6,0 dürften wir auch schaffen. Schaffe diese Saison mindestens 4 Spiele ohne Gegentor. Das dürfte alles möglich sein. Und jetzt sehen wir noch die letzten Transfers. PSG verhandelt mit Manchester City über Company. Ja, wir sind ja einer der teuersten Transfers. Wie man hier sieht, 7 Millionen, der nächste ist mal eine, 1,6 Millionen. Aber jetzt ist einer TUT. Oh, das wird immer spannender. Kommt da noch so ein richtigen Top-Deal? Oder war's das? Abraham. Pietreuper. 82,220 Millionen. Natürlich will ich fortfahren. Ich will sehen, ob... Ah, jetzt sehen wir nicht, ob wir gesetzt sind in der Mannschaft. Auf jeden Fall, das nächste Spiel ist ein Länderspiel gegen die Türkei. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Patzian LP. Tschüss, Leute.